1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So Leute, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier jetzt live zu unterhalten? Im Fernsehen, im Radio. Erste Anruferin ist Bianca und Bianca ist 19 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo. Hallo Bianca. Um was geht's bei dir? Warum hast du angerufen? Ja, es geht darum, ich bin sehr aggressiv meinem Freund gegenüber und das hat jetzt mit meiner Kindheit zu tun. Du bist sehr fies deinem Freund gegenüber? Ja, sehr fies. Sehr fies. Und das hat mit deiner Kindheit zu tun? Ja, das ging nämlich darum, mein Vater hat früher immer meine Mutter geprügelt, also derbe verprügelt, also vor meinen Augen. Und das hat sich halt bei mir geprägt, weil mein Vater auch immer gesagt hat, hier, deine Mutter ist die Böse, ich bin der Gute, hat mir auch immer Geschenke gemacht. Und meine Mutter konnte mir halt nichts großartig geben, weil sie nicht so viel Geld hatte. Und na, dann habe ich auch meine Mutter eingeschlagen. Und wegen Kleinigkeiten meistens. Du hast auf deine Mutter eingeschlagen? Ja, ich auch. Ja. Und seit mein Vater gestorben ist, ging es eigentlich zwischen uns. Ich war zwei Pflegeeltern und zwischen meiner Mutter und mir läuft es eigentlich jetzt gut. Und jetzt fing es aber bei meinem Freund an. Jetzt bin ich wieder auf meinen Freund los. Ja. Also ich verstehe schon, dass dann ziemlich üble Dinge abgelaufen sind und die natürlich ein Kind prägen. Ja. Im Verhalten. Nun sagst du, ich bin sehr fies zu meinem Freund. Was heißt denn das konkret? Sag mal ein paar Beispiele. Ja, also ich bin mir auf dem Flur mit ihm auf dem Messer mit ihm drauf losgegangen. Oh, so krass. Ja, ich habe ihn auch mit dem Fingernagel eine tiefe Wunde im Arm gemacht. Ich weiß heute noch nicht, wie ich das hingekriegt habe. Was heißt früher? Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt über ein Jahr zusammen. Ja, mit einem Messer auf ihn zugegangen, auf ihn losgegangen. Ich bin mit Messer auf ihn losgegangen, habe ihn auch mit Messer beworfen. Ich habe ihn auch mit anderen Gegenständen mal beworfen, übelst beschimpft. Hast du ihn irgendwann auch mal mit einem Messer zum Beispiel verletzt oder schlimmst? Nee, das habe ich nicht. Weil er dich abgewehrt hat oder weil du dann doch in letzter Sekunde irgendwie dich zurückgenommen hast? Also auch als ich mich zurückgenommen habe, er hat sich zwar dann gewehrt, hat gesagt, lass es, hat mich auch zur Seite geschubst alles und dann habe ich auch selber gemerkt, hey, du kannst das nicht machen wie dein Vater. Du kannst es einfach nicht. Du hast deine Mutter verletzt, sondern dein Freund, das geht nicht. Ja. Also Messerattacken. Was noch? Mhm. Ja, mit anderen Sachen beworfen, übelst beschimpft und also das war echt heftig. Also wir haben uns getreten, also ich habe gesagt, ich bin auf ihn drauf los, habe ihn getreten. Ja. Hält er dann ruhig? Verhält er sich ruhig? Oder also gibt es Schlägerei zwischen euch beiden? Klopperei? Nee, also eine derbe Klopperei gibt es eigentlich nicht. Also er wehrt sich kaum. Also er versucht mich festzuhalten. Mhm. Er ist ja stärker und größer als ich. Ich bin nur eine kleine Schmächtige. Ja. Und er hält mich dann meistens immer zurück. Gibt es noch ein heftiges Beispiel? Ja, also ich hatte auch mal mein Kind angeschrien gehabt. Ach, du hast dein Kind schon? Ja, der ist gerade einen Monat alt. Das ist euer Kind? Ja, das ist unser Kind. Ja. Mhm. Und dann habe ich den angeschrien gehabt und das tut mir heute noch leid. Und ich habe mich auch jetzt zurückgehalten. Also jedes Mal, wenn er anfängt zu schreien, ohne Grund oder so, dann nehme ich ihn einfach und versuche ihn ruhig zu halten. Und ich halte mich einfach zurück, weil das kann nicht sein, dass ich auf mein Kind auch noch drauf losgehe. Also wie oft kommen denn solche Attacken, solche Ausfälle deinem Freund gegenüber vor? Also jetzt hat sich wieder zurückgenommen. Es war vor ganz oft, also das ist wirklich des Öfteren passiert. Wir hatten ja auch eine Zeit lang, also 4 Monate lang, keine feste Wohnung gehabt und hatten da einen Bekannten gewohnt. Und da bin ich auch mit Messer drauf los alles. Mhm. Und mein Bekannter war ja nicht da. Also wir saßen da im engen Raum zusammen und den ganzen Tag. Und dann irgendwann mal gab es ein Wort das andere oder so und dann bin ich einfach drauf los. Und das ist der Heftigste. Ich habe mich auch zurückgenommen gehabt. Bei mir gingen gerade die Alarmglocken letztendlich an, oder wirklich an, Bianca, als du sagtest, ich habe auch ein Kind, das ist einen Monat alt und ich habe das auch schon angefangen, habe es auch schon einmal angeschrien. Ich meine, du hast ja so eine ganz gute Selbsteinschätzung, du sagst, da ist was schiefgelaufen, ich habe üble Dinge erlebt in meiner Kindheit, aber wirklich üble Dinge und bin deshalb geprägt und da ist auch einiges bei mir nicht so, wie es sein sollte. Dein Freund ist betroffen, das ist schon schlimm, was du da gerade erzählt hast und du kannst froh sein, dass dein Freund überhaupt noch bei dir ist. Ja, das bin ich, der ist sehr lieb. Also alles entweder mancher Mann wäre weg gewesen oder es wäre eskaliert und er hätte dich auch geschlagen und dann wäre alles noch viel schlimmer gekommen. Und jetzt ist ein Kind da.
Ja, das ist ja klar. So, und es kann, du hast dir zwar vorgenommen, das soll jetzt nicht nochmal passieren, aber wer weiß, ob es vielleicht doch nicht nochmal passiert. Und wahrscheinlich passiert es sowieso nochmal deinem Freund gegenüber. Es muss was geschehen, es muss dir jemand helfen. Es muss dir von außen jemand helfen. Ja, ich war ja auch früher beim Psychologen und so und habe ihm das ja auch mal erzählt gehabt, dass meine Eltern sich streiten und alles und so. Und da sagten die auch nur so, ja, da muss man die Eltern was machen und so. Und was sollen die Eltern noch machen, wenn das Kind sogar so geschädigt ist, fragte ich mich heute jetzt noch. Also, nee, vergiss das mal alles. Ich glaube auch, dass das nicht mit ein paar Mal zum Psychologen gehen getan ist, sondern ich glaube, dass du in eine sehr intensive Behandlung, sage ich mal so, Behandlung heißt, dass du regelmäßig zu einem Psychologen in eine Therapie gehst, in eine richtige Psychotherapie. Das würde ich dir sehr dringend empfehlen. Ja, das würde ich auch machen. Um dir zu helfen, um deine Familie zu schützen und letztendlich auch um eure Beziehung zu schützen und dass diese ganzen Ausfälle da nicht passieren. Ja, ich habe ja auch schon zu ihm gesagt gehabt, das war öfters jetzt das Thema, dass er besser gehen soll mit dem Kleinen, weil ich eine tickende Zeitbombe bin. Ja, und das darf ja nicht sein. Ja, und das darf nicht sein. Er ist auch, hat auch zu mir gesagt, lass uns heiraten. Und ich habe gesagt, ich werde nicht heiraten. Mhm. Ich wollte eigentlich keine Kinder haben, weil ich Angst hatte, dass es passieren so, wird. Aber das heißt, ja, aber das heißt für mich, dass das dann eine große Bereitschaft bei dir ist, selbst etwas zu verändern. Ja, und das in die Hand zu nehmen. Dieser Anruf ist der erste Schritt. Ja. Jetzt unterhältst du dich bitte weiter mit meinem Psychologen. Mhm. Und der sagt dir, welche nächsten Schritte du machen sollst. Okay. Schritte zur Selbsthilfe. Du legst bitte auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Okay? Bianca, alles Gute und alles Liebe. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. So, Freunde, 0800 220 5050, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr Kontakt hier zu uns, zu mir haben wollt, dann nutzt diese beiden Nummern oder eben die E-Mail-Adresse. Hinweis noch zu morgen. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio zu hören bei 1 Live. Und jetzt ist der nächste Anrufer die Katja. Und Katja ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Abend, schöner Mann. Ich bin außer mir voller Wut, ich bin voller Ekel, ich kann dir gar nicht sagen. Aber ich hoffe nicht wegen uns. Nein, ich bin das erste Dschungelopfer. Oh! Also ich kurz ausholen, mein Mann ist also ein begeisterter Seher gewesen. Ja. Und wir sind beide gleich alt und ich war von Anfang an schon dagegen, als ich nur diesen Namen, diesen schrecklichen Kübelböck hörte, wusste ich, das gucke ich mir nicht an. Ja. Aber ich wusste nicht großartig, was da abging, außer dass man halt ab und zu im Fernsehen mal was hörte. Ja. Jetzt war heute Gott sei Dank die letzte Sendung und mein Mann versprach mir, dass ja alles vorbei ist. Also gut, lass mich eben unterbrechen. Ich habe das vorhin nicht bis zum Ende verfolgen können. Wer ist denn da nun? Wer hat gewonnen? Pass auf, also heute war wirklich der Gipfel an Ekel. Also Dschungelkönig wurde Costa Cordalis, aber knapp von der Lisa Fitz, die war zweiter Platz und Frau Kübelböck ist rausgeflogen. Ja, das habe ich noch mitbekommen vorhin, ja. Und also es war so, die konnten sich zum Schluss alle drei eine Prüfung aussuchen. Jede Prüfung hatte ein Motto, Mut, Stärke und Ruhe. Mhm. Und der Costa Cordalis nahm sich die Prüfung mit dem Pseudonym Stärke. Mhm. Die Lisa Fitz, und das fand ich das Übel, Mut. Mhm. Die kam da also an einen Tisch aus Holz. Mhm. Da stand schon die Frau Bach und die andere, die Große, und haben also die empfangen. Und da waren drauf solche Holzteller mit Holzkugeln. Ja. So wie in so einem Super-Restaurant aus Silber, nur halt aus Holz. Ja. Und der Dirk Bach sagte zu ihr, sie könne wählen. Er bietet ihr alternativ einen Teller an, wenn sie den die Zietloff ihr anbietet, nicht will. Ja. Aber dann hätte sie auch verloren. Ja. Also was blieb ihr übrig? Sie musste natürlich annehmen. Ja. Es steigerte sich. Der erste Gugelhupf hat sich gelüpft. Mhm. Waren erstmal Ameisen auf dem Teller mit einem Blatt. Und die sollte sie essen lebend. Wohlgemerkt, alle Tiere waren lebend auf allen Tellern. Mhm. Die Fitz kennt da nichts, gell, die knackt Nüsse untenrum, also die hat das also munter in die Hand genommen, stopft sich das in den Mund. Und die Ameisen. Die Ameisen und hat die gegessen und geschluckt. Das war ja für mich noch nicht so tragisch. Mhm. Aber was dann folgte, nämlich von Teller zu Teller, wurden die Tiere immer größer. Und also eine Art von Käfer hatte fast sogar schon ein Gesicht, die sahen zwar schon putzig aus, aber die waren Handteller groß teilweise, von der Länge, die Tiere. Handteller groß? Jetzt pass auf, und da war doch immer ein Dr. Bob. Ja.
Und dieser Dr. Bob kam auch hin und hat dann nach diesem üblichen Begrüßen, hat dann ihr gesagt, okay Lisa, you have to achten drauf, dass du den Kopf abbeißt und ausspuckst, den nicht runterschluckst, weil manche Tiere nämlich beißen oder zwicken. Aha. Und die Lisa kennt da wirklich nichts, die sitzen, die saß da, ja, das mache ich schon, ja, kein Problem. Nicht, nicht. Und die saß dann da und jetzt pass auf, jetzt kam der erste Teller, die Ameisen, der zweite, ja. Schwarze Käfer, ja. Die waren von der Länge wirklich Handteller lang. Also nicht in der Durchmesser, aber in der Länge. So wie ein Kugelschreiber? Na, etwas kürzer. Etwas kürzer. Aber ich sagte es, die Fitzen nahm einen Käfer und RTL kennt da ja anscheinend gar nichts. Das ist ja wirklich ein, entschuldige, aber ein Sausender für mich. Die haben da fast schon in Breitband Technicolor die Aufnahme gemacht, wie die Fitzen das Tier nahmen, den Kopf abbiss, ausspeite, kaute drauf rum, schluckte das runter und sagte noch, na, ma, der schmeckt nicht, na mei. Ja. Dann kam der nächste Teller. Mhm. Dann waren drauf, die Tiere kannte ich nicht, das nennt sich irgendwie lebende Blätter oder sowas. Mhm. Sehen so ähnlich aus und auch von der Größe wie Gottesanbeterinnen. Ja. Auch dort galt, Kopf abbeißen, kauen, runterschlucken. Ja. Die Fitzen hat auch das getan. So, jetzt höre ich, ich unterbreche dich jetzt mal. Du bist ja, ja so aufgebracht. Ja, furchtbar. Ich hab das, was du jetzt als Beispiel erzählt hast, ich habe es nicht gesehen, reicht ja aus, um sich vor Augen zu halten, was für ein Ekel-TV. Nein, das aber ist. Eins muss ich dir noch sagen. Ja, sag. Und zwar das letzte Teller, das war das ekligste und deswegen kann ich heute Nacht wahrscheinlich nicht schlafen. Das waren also weiße Raupen, aber so überdimensional groß. Mhm. Also, wie kann ich das beschreiben? Wie eine Zigarre, so dick wie eine Havanna-Zigarre, mhm. nur nicht so lang halt, mhm. aber die dicke, mhm. schneeweiß mhm. und die waren so glitschig und als die Fitzen da reingebissen hat, hat das so an ihrem Mundwinkel so gespritzt. Also ich sagte jetzt, ich bin aufs Klo gerannt. Oh, mir ist jetzt noch ganz komisch. Also, du hast zum ersten Mal diese Sendung gesehen. Zum ersten Mal voll gesehen. Und dann kommt es volle Kanne gleich. Volle Kanne. Du bist geekelt, angeekelt von dem, was da gemacht wird? Ich bin total angewidert. Das ist jetzt so eine persönliche Reaktion auf das, was du da gesehen hast. Wie als Ganzes beurteilst du denn diese Sendung? Also wäre das mit den Tieren nicht niemals gewesen, mhm. weil mein Mann hat mir erzählt, das ist immer mit Spinnen und so abgegangen, würde ich einfach nur sagen, ja gut, ein paar abgehalfterte Prominente ja. Machen einer Romantik. Ja. Aber diese Zugabe, ich meine, ich muss eins sagen, das ist aber eine persönliche Meinung, wo ich mich geärgert habe, dass ich nicht gesehen habe, gefreut habe, dass der Kühlberg wohl in Kakerlaken gelegen hat, das hat mich persönlich genug Ich merke schon, du bist ein großer Fan von Daniel Kühlberg. Ich kann den nicht leiden. Dieses kleine kreischende Etwas kann ich einfach nicht leiden. Er ist ja ein halbes Kind noch. Ich mag ihn auch nicht so sehr, aber lass uns nicht so sehr auf ihn rauf. Aber alles, auch so die, ich sag dir noch eins, also alle Beteiligten wirkten auf mich insgesamt, so dass das Verhalten etwas konstruiert. Jetzt hatten wir hier in dieser Sendung gestern und vorige Woche auch schon ein paar Mal heftige Streitereien. Ja. Das heißt, ich finde diese Sendung auch fürchterlich bei RTL. Ja. Ich finde nicht, dass das Abendland untergeht durch diese Sendung. Ich finde sie einfach für mich unbedeutend langweilig. Und ich kritisiere daran, dass da viele niedere Instinkte wie Rache, Schadenfreude und so etwas sehr, sehr geschürt werden bei den Leuten. Aber es gibt ja eine große Fraktion von Zuschauern, die sagen, das ist schön, uns gefällt das. Die Einschaltquoten belegen das ja auch. Wie erklärst du dir das, dass diese Sendung so ein Riesenerfolg ist im deutschen Fernsehen? Das kann ich dir leicht sagen. Damit mache ich mir vielleicht jetzt nicht gerade viele Freunde an den Radiohörern. Aber ich finde, dass gerade wir Deutschen wohl irgendwo, das merke ich im ganzen Umfeld, ob beruflich, ob privat, ob in der Nachbarschaft, mhm. dass wir irgendwie alle so einen Hang haben, also mehr oder weniger die einen und die anderen, sich doch zu freuen oder eine gewisse perverse Lust zu empfinden. Ich glaube nicht, dass das ein deutsches Phänomen ist. Diese Sendung gibt es in anderen Ländern auch schon und auch sehr erfolgreich dort. Ja, ich habe gehört, dass es nachgemacht wird in England. Genau, ganz genau, zum Beispiel, ja. Aber ich denke mir, es fällt mir aber schon hier auf. Also ich habe jahrelang in Amerika gelebt, da gibt es zwar auch alle möglichen Abarten, nur wenn du zum Beispiel auf amerikanischen Sendern gewisse Dinge überschreitest, dann schreiten dort verschiedene Behörden ein, da werden auch unter Umständen Zensuren betrieben. Ja. Und das fehlt hier in Deutschland. Ich muss sagen, Nun kann man hier sagen, das ist auch das Argument der Befürworter, die, mit denen das da gemacht wird, die machen das völlig freiwillig und kein Bedauern mit denen. Die haben ja auch den Fernsehhype danach und die versprechen sich ja auch, dass sie einen Anschub für ihre Karriere bekommen. Also sie machen es freiwillig. Das ist so das Gegenargument. Da ist ja auch was dran.
Ja, ja. Aber ich denke mir, muss man denn alles machen, was freiwillig ist? Hat man nicht auch so etwas wie eine Art Selbstauflage an sich selber als Mensch, an Niveau und an Stil? Muss ich denn um jeden Preis? Also ich finde ja auch, da wird das wieder ernster und bekommt auch eine ganz andere Dimension, dass solche Sendungen auch die Lust zuzusehen, wie andere Leute sich quälen, irgendwie noch forciert wird und trainiert quasi wird. Und das kann ich sogar bestätigen, weil ich wohne hier in einer Nachbarschaft, die sehr viele Kinder hat. Heute Mittag sah ich, wie zwei Kinder, also so zwei Mädchen, so im Alter zwischen, ich schätze mal, 11 und 12, vorwegrannten die Straße. Ja. Und hinterher zwei Jungs, und der eine Junge hatte wohl irgendwas in der Hand, es war ein Viech wohl irgendwas. Ja. Und das Mädchen schrie und sagte, lass das Viech weg. Und er sagte, komm, wir gehen in den Dschungel. Und das ist kein Zufall. Ja. Das halte ich für nicht für einen Zufall. Ja. Nun kann man natürlich auch wieder sagen, die sollen das eigentlich nicht sehen, das wird sehr spät gesendet, aber die sehen es ja sowieso, ne? Ja, und es kam ja wohl, so viel ich mitbekommen habe, auch einmal um 21 Uhr. Stimmt, 21.15 Uhr, genau. Oder so. Genau, wer weiß, wie viele Spielchen dieser Art jetzt auch in deutschen Landen veranstaltet werden, wo irgendwelche Tiere aufgegessen werden und die Köpfe abgebissen werden. Ich habe aber auch so eine, ich bin nur kein Tierschützer, weiß Gott nicht. Gar nicht fanatisch oder so. Aber irgendwie widerstrebt es in mir auch, mir die Vorstellung, dass da einfach Tiere so verbraucht werden für solche dusseligen Spiele. Richtig. Ne? Auch wenn es nur Würmer sind oder so. Warum? Jetzt gibt es ja vielleicht noch welche, die würden sagen, ja, aber Domian, in der Natur werden die doch vielleicht auch gefressen. Aber in der Natur werden diese Tiere von anderen Tieren gefressen. Ja. Wir sind Menschen. Und nicht zum Spaß nur, der Kopf abgehört. So sieht's aus. Ja. Und dass die Fitzen, also ich sage das, dass die Fitzen das gebracht haben, die ist für mich gestorben. Ehrlich, für alle Zeiten. Ich garantiere dir jetzt, während wir hier darüber herziehen, ne, brodelt die Fernsehnation, die uns jetzt zuguckt, die Befürworter sind, was reden die für eine Scheiße da, ne? Die elitären Quatscher, die sollen uns unsere Unterhaltung lassen. Nee, aber man muss doch auch mal den Leuten, also es kann doch nicht so sein in diesem Land, dass man nur sich jetzt einer gewissen Art von Masse in Anführungszeichen anhängig ist und schweigt, wenn man selber sich wirklich ekelt. Und so ist es sehr richtig, dass du dich zu Wort gemeldet hast und richtig geschimpft jetzt hast. Ja. nur ist die Sendung ja vorbei, aber wir werden mit einer neuen beglückt. Aber man hat ja immer noch die Möglichkeit, einfach den Ausknopf zu drücken oder auf ein anderes Programm zu zappen. Ja, das ist schwer, wenn du so wie ich einen Partner hast, der das wiederum gern gesehen hat. Das stimmt, ja. Und da gibt es auch Ehekrach bei euch zu Hause. Ich habe die von der Fernbedienung die Batterien rausgeklaut. Ich habe alles Mögliche angestellt, damit er nicht gucken kann. Die Satellitenschüssel abgeklemmt hinten am Receiver. Also ich habe schon so Spiele mit dem gemacht. Ja. Dass er zumindest einen Teil nicht sieht und vielleicht seine Lust verliert. Aber also, ich bin ein Star, ich will hier raus. Das ist keine Sendung für Katja. Nein, das ist nein. Das haben wir jetzt erfahren. Ich danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Telefonnummer hier. Das hier ist Selma. Ne? Ist Selma. Hallo Selma. Ja, hallo. 23 Jahre alt. Bitte? Du bist 23 Jahre alt. Ja, genau. Selma, weswegen rufst du an? Das geht darum, dass mein Mann mich schlägt. Seit wann seid ihr verheiratet? Also wir sind jetzt 4 Jahre zusammen und 2 Jahre davon verheiratet. Ja. Wie lange schlägt er dich schon? Nach der Hochzeit, kurz danach, also so 2 Monate danach. Kommt das regelmäßig vor? Ja, sehr oft. Könntest du deinen Fernseher und dein Radio leise, ganz leise schalten? Mein Fernseher ist ganz leise. Ich habe so einen kleinen Hall im Hintergrund, das würde ich da... Keine Ahnung. Irgendwas ist da noch an, glaube ich. Also ich telefon vom Handy aus. Vielleicht liegt es daran, ja. Ja, keine Ahnung. Entschuldige, jetzt habe ich gerade die Antwort nicht richtig registriert. Kommt das oft vor? Ja, sehr oft. In welchen Situationen? Wann eskaliert das? Also das ist verschieden eigentlich. Also manchmal, wenn er von der Arbeit kommt, ist er total gestresst. Ja, also er muss nicht betrunken sein? Nee, er trinkt auch nicht, also das nicht. Aber es kommen so viele Situationen. Mal passt ihm das Essen nicht, sage ich mal so. Und sind einige. Nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir dieses Beispiel. Er kommt gestresst von der Arbeit und das Essen passt ihm nicht. Genau. So, was passiert dann? Wie habe ich mir das vorzustellen? Beschreib mal so eine Szene. Oh. Also genau, das war einmal, da habe ich auch halt so sein Lieblingsessen gemacht. Hm. Und dann kam er halt auch, aber da kam er nicht von der Arbeit, da kam er gerade von irgendwo, ich weiß es nicht, weil er sagt mir auch momentan gar nicht mehr, wo er hingeht. Und dann kam er halt und dann habe ich ihm was zum Essen gemacht, habe auch alles schön fertig gemacht. Ja, dann kam er halt, dann meinte, hat er einen Löffel genommen und dann meinte er so, was ist das für ein Essen? Und hat das ganze Teller auf den Boden geschmissen. Mhm. Hat mich dann direkt an die Wand geklatscht und meinte so, von wegen, willst du mich ja vergiften oder sonstiges. Ja, habe ich schon gleich 2, 3 Schläge bekommen. Ins Gesicht? Ja.
Unglaublich. Er wirft den Teller auf den. Das ist schon schlimm genug, wenn du ihm das Essen gekocht hast. Er wirft den Teller auf die Erde. Er greift dich beim Schlawittchen irgendwie, drückt dich an die Wand und scheuert dir dreimal eine, weil ihm das Essen nicht schmackhaft genug ist. Genau. Und dann, wie geht das denn weiter? Wehrst du dich? Weinst du? Schreist du? Was machst du? Ja, natürlich. Also ich flehe ihn an, dass er das nicht machen soll, weil er sagt auch zu mir, dass er mich liebt. Und das verstehe ich. Ich habe mir 1000 Mal gesagt, ich so, wenn du mich liebst, dann mach das nicht. Lässt er dann von dir ab? Nee, überhaupt nicht. Also es geht dann auch immer weiter? Es geht dann weiter. Also es sind schon so viele Fälle gefallen. Und lass uns mal bei diesem Beispiel bleiben. Er hat ja dann dreimal eine geschlagen, weil das Essen nicht schmeckt. Wie geht das dann weiter? Ja, also ich versuche dann irgendwie wegzugehen, also ins andere Zimmer oder so, weil dann sperre ich mich alleine ein irgendwo, weil ich dann Angst habe, dass er irgendwie weitergeht. Und dann hämmert er an die Tür, will die Tür einschlagen, wenn ich nicht aufmache. Dann sagt er, ich bringe dich um und sonstiges. Also er droht mir auch ziemlich sehr. Und was ist das Schlimmste, was er dir bisher angetan hat? Dass er mich mit dem Auto angefahren hat. Er hat dich mit dem Auto angefahren? Ja. Er hat dich bewusst mit dem Auto angefahren? Genau. Wo? Bei euch vor der Tür, auf der Straße oder wie? Nee, das war so, dass ich, das war letztes Jahr, Anfang letztes Jahres. Ja. Da wollte ich mich von ihm trennen, weil ich keine Lust mehr hatte. Und ich durfte auch mit meinen Eltern nicht darüber reden. Mhm. Ich habe auch sozusagen fast keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern, weil er mir das verboten hat. Und dann meine Freundin hat das mitgekriegt, dass da was nicht läuft und so. Und die hat halt ihn drauf angesprochen, was das soll. Mhm. Und natürlich habe ich dann halt die Probleme gekriegt, warum ich sie darauf angesprochen hätte. Ja. Dann bin ich halt von zu Hause abgehauen, bin zu meiner Freundin, habe da übernachtet. Ja. Und er hat mich dann halt irgendwie beobachtet oder sonstiges, ich weiß es nicht. Mhm. Und dann, wo ich mit meiner Freundin draußen war, hat er mich vor der Haustür von ihr, hat er mich dann halt angefahren. Das ist ja unfassbar. Ja, und ich lag halt... Wie verletzt warst du? Ich hatte meine Hüfte gebrochen. Ich lag im Krankenhaus. Ja. Ich saß im Rollstuhl. Ja. Hast du ihn angezeigt danach? Nee, durfte ich nicht. Er hat gesagt, er hat mit den Ärzten geredet. Er hat gesagt, das war ein Unfall. Also er hat irgendwie gesagt, dass es irgendwie ein Fahrerflucht wäre von jemandem. Und die haben dann halt Anzeige gegen, Unbekannten, hat er dann gemacht. Also. Also die Folge von diesem Anschlag, so kann man es ja schon nennen, weil dass du im Krankenhaus lagst, im Rollstuhl saßt, bist du jetzt wieder richtig gesund oder hast du noch Folgeschäden davon? Nicht so. Also ich darf mich nicht so sehr bewegen, darf keinen Sport mehr richtig treiben. Mhm. Aber sonst geht es eigentlich. So, Selma. Ja. Das ist so schlimm, was du mir da erzählst. Ja. Das ist so unglaublich schlimm, dass es nur eine einzige Frage gibt. Mhm. Wirklich nur eine einzige Frage von mir. Nämlich, warum bist du bei diesem Mann noch? Die Frage stellt mir jeder. Das ist, das ist auch nicht mehr, dass ich ihn liebe. Es ist schon, ich verfluche diesen Mann. Mhm. Ich hasse ihn. Also. Hast du? Sag mal weiter. Ja, und das ist so, er bedroht mich. Ich habe halt Angst vor ihm. Weil er hat mir schon sehr oft gesagt, wenn ich ihn verlassen sollte, würde er mich umbringen. Ja. Und das habe ich auch mitgekriegt, von zu Hause abgehauen bin mit meiner Freundin, was er schon alles gemacht hat. Und also ist es primär die Angst, die dich bei ihm hält? Genau. Ja. Da ist es schon sehr mutig, dass du hier heute anrufst. Ja, ich habe auch tierische Angst, dass er das mitkriegt. Also das ist Habt ihr Kinder eigentlich? Nee, ich war schwanger und er hat mich geschlagen und ich habe das Kind verloren. Ach, das auch noch? Ja. Das sagst du jetzt mal so beiläufig. Das ist ja ein weiterer unglaublicher Vorfall. Also es sind sehr viele Sachen gefallen. Also du hast das Kind deshalb verloren, weil er dich geschlagen hat. Hast du euer Kind verloren? Genau. Hass ist es, was du empfindest für den Mann mittlerweile. Ja, das ist. Wie alt ist der eigentlich? Der ist 25. 25 Jahre alt. Ja. War der früher, bevor ihr geheiratet habt, hast du es geahnt, dass der sowas in sich trägt? Nee, überhaupt nicht. Also der war so lieb. Also wir sind jetzt seit 4 Jahren zusammen. Und die ersten 2 Jahre, das war super. Also wir haben uns sehr gut verstanden. Mhm. Er hat alles für mich getan. Also zwingt er dich dazu, auch noch mit dir zu schlafen? Mit ihm zu schlafen? Ja, also das kommt mal vor. Was ja für dich wahrscheinlich auch die Hölle ist, ne? Und zum Kotzen ist. Genau. Also mittlerweile ist es jetzt zum Glück nicht mehr so, weil ich schlafe dann halt im Schlafzimmer, er ist so und so kaum noch zu Hause. Wenn er weggeht, dann kommt er erst in 3-4 Tagen wieder nach Hause. Ich weiß nicht, wo er sich rumtreibt. Und also Selma, ich nehme das sehr ernst, dass du Angst vor dem hast und das ist ja auch berechtigt, nachdem was geschehen ist. Er schreckt ja offensichtlich von nichts zurück. Mhm.
Deswegen glaube ich schon, dass das Allerbeste ist, nicht so einfach zu gehen oder zur Freundin, wie du es schon gemacht hast, zu gehen, sondern deine 7 Sachen zu packen und sofort in ein Frauenhaus zu gehen. Da bist du geschützt. Da bist du sicher erstmal. Und da bist du mit Frauen zusammen, mit Betreuerinnen, die genau solche Fälle kennen und die wissen, wie man den Frauen hilft und sie unterstützt. Aber geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Ja, ich möchte ja raus, nur ich weiß nicht wie, ich habe keine Ahnung. Also meine Eltern wissen das nicht und ich habe auch Angst, dass ich meine Eltern dabei enttäusche oder ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, was er... Wie meinst du, die Eltern enttäuscht, wenn du aus der Ehe rausgehst? Nee, das nicht unbedingt, weil also ich bin halb Türkin, halb Spanierin. Meine Mutter ist Spanier, mein Vater Türke. Ja. Und ich verstehe mich mit denen sehr gut. Ja. Sehr gut, aber ich habe halt Angst, dass er meinen Eltern irgendwas vorlügt, wo die ihm glauben und dann sagen halt, ich hätte halt die Schuld. Gut, das müssen wir jetzt riskieren. Wir hoffen darauf, dass die Eltern ihrer Tochter glauben. Wenn du ihnen das alles schilderst, dann, wenn es soweit ist, was vorgefallen ist. Das müssen wir einfach riskieren. Wichtig ist, dass du rauskommst. Das ist die oberste Priorität. Ja. Dass du so schnell wie möglich und ohne Schaden zu nehmen da rauskommst. Bist du eigentlich noch berufstätig? Nee, ich darf nicht arbeiten. Du darfst nicht arbeiten. Es kommt ja immer mehr. Es kommt ja immer mehr. Ja. Du bist die Sklavin und du wirst behandelt wie ein Stück Dreck. Genau. Ja? So, jetzt möchte ich dich gleich bitten, mit meinem Psychologen weiterzureden. Ja. Der wird dir sagen, wo du dich melden kannst, wo eine entsprechende Anlaufstelle in deiner Gegend ist, wie du es am geschicktesten anstellst. Und ich wünsche dir so von Herzen, dass du da rauskommst. Ja, danke schön. So von Herzen, dass du irgendwann mal wirklich einen netten Menschen, einen netten Mann findest. Ja. Aber das ist ja jetzt noch gar kein Thema. Das Thema ist jetzt daraus, dass du musst da rauskommen. Das ist das Wichtigste. Ja. Genau. Liebe Selma, du legst bitte auf und der Johannes Weiß beim Psychologe ruft dich gleich an. Alles klar, ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 37 Jahre alt und Thorsten, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Thorsten, um was geht's? Tja, das habe ich schon im Vorgespräch gesagt. Mein Problem ist, ja, ganz einfach gesagt, ich bin verliebt in die Tochter meiner Freundin. Ja, ich weiß. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? Seit 3 Jahren. Wie alt ist die? Die ist 2 Jahre älter als ich, also 39. Ja. Die Tochter ist 20 Jahre alt. Die ist 20. Und lebt, ist die Tochter aus erster Ehe. Meine Freundin ist geschieden seit mehreren Jahren. Und sie lebt mit meiner Freundin zusammen in einer gemeinsamen Wohnung. Ich lebe alleine. Ja. Und wir führen also wir sind beide berufstätig, sehen uns also Wochenende und meistens abends. Und so besuchsmäßig halt und unternehmen auch viel. Und ja, das heißt also, die Tochter ist, die 20-jährige Tochter ist sehr häufig präsent, da sie halt mit meiner Freundin zusammenlebt. Ja, was heißt jetzt verliebt? Heißt, dass da schon was läuft oder ist das im Kopf alles? Ist alles im Kopf, bisher im Kopf. Und ich habe das am Anfang auch einfach abgetan als, normale Sympathie, die ich für diesen Menschen empfinde, aber nicht in irgendeiner Form weitergehend. Wie lange, seit wann merkst du das denn, dass da was anderes bei dir noch brodelt? Ja, das geht schon so bestimmt so seit einem Jahr. Ja. Wie du das treffend gesagt hast, da brodelt irgendwas. Ich kann das nicht einordnen. Und das, hast du den Eindruck, dass das bei ihr genauso ist? Da bin ich mir nicht sicher. Ich merke, dass ich kann das offensichtlich nicht verbergen ihr gegenüber, dass ich also mehr als diese normale Zuneigung oder Sympathie für sie empfinde. Und worauf schließt du das, dass du das nicht verbergen kannst? Gibt es irgendwelche Rücksignale? Ja, es ist also schon so ein sie ist 20 Jahre alt und hat ja wohl auch aus ihren Erzählungen heraus weiß ich das so hier und da so einige Beziehungen. Ist also nicht. Also hat keinen Freund im Moment? Nee, im Moment auch keinen Freund. Und es kommen schon so zweideutige Bemerkungen und es geht also so ein bisschen darüber hinaus, über das normale, einfache Hallo und wie geht's. Und also sie flirtet. Zumindest das. Und kriegt das denn deine Freundin mit, dass sie flirtet, dass du flirtest, dass ihr flirtet? Ja, sie bekommt das mit, aber wir haben uns darüber auch schon mal unterhalten, aber sie misst dem keine große Bedeutung zu, dass sie da irgendwie sich irgendwas denkt, also dass sie da das irgendwie als ernsthaft einstuft, sondern sie sieht das wohl auch eher als Flirten ihrer Tochter mit mir. Als Spiel, mehr oder weniger. Als Spiel, genau. Mhm. Wie würdest du denn die Beziehung zu deiner Freundin beschreiben und charakterisieren? Also ich
ich liebe meine Freundin und das ist ja auch die Zwickmühle, in der ich mich befinde. Ich möchte ihn kein, also ich möchte sie nicht verlieren und ich weiß, was passieren würde, wenn man das in alles in Konjunktiven sagt, wenn da irgendetwas passiert zwischen ihr und ihrer Tochter. Ne? Aber es ist halt, ich habe das am Anfang auch versucht oder als ich merkte, dass sich da irgendwas bei mir, ja, wie du das vorhin sagtest, dass da irgendetwas brodelt, habe ich auch versucht, dass... Ist das eine besondere eine sexuelle Anziehung, die dich hintreibt zu dem Mädel? Kann ich nicht verneinen, nee, würde ich sagen, ja. Ist es hauptsächlich das Sexuelle? Ich befürchte, ja. Ja. Ich befürchte. Also so rein kopfmäßig, mental kannst du besser mit deiner Freundin. Ja, ich denke, das ist einfach eine rein... Ist blöd, dass... Ja, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, ist es glaube ich, eine rein sexueller Reiz. Du würdest gern mal mit ihr. Ja. Ja. Wenn man es ganz klar sagt, ja. Mhm. Und ich weiß natürlich, dass was die Konsequenzen da, die brauche ich mir gar nicht ausmalen. Also aber Zwickmühle ist ja richtig. Was ich gut finde, ist, dass du das jetzt schon thematisierst, wo eigentlich noch gar nichts passiert ist. Das finde ich sehr gut. Es gibt immer wieder Fälle, wo es dann in so eine heimliche Doppelwelt schon sich hineinentwickelt hat. Und wo jeder Tag eine neue Katastrophe darstellt im Prinzip. Und aber das Problem ist, was ich auch im Vorgespräch schon zu deinen Mitarbeitern sagte, dass ich das Gefühl habe, sie erwidert das in der Form, dass sie das vielleicht auch versucht in Form eines, ich sag mal, als Spiel oder als so nach dem Motto, der relativ junge Freund meiner Mutter. Ja. Und wie alt ist die Mutter? 39, hast du gesagt, genau. Mhm. Und und das ist halt so nach dem Motto, mal sehen, ob ich den haben könnte. Ja, so das ist natürlich für dich fatal, wenn sie ein bisschen damit spielt. Ja. Was dich natürlich noch unsicherer und letztendlich noch heißer macht. Ganz genau. Ja? Ganz genau. Ja, so ist es ja. Ja. Ja, aber jetzt, was ich gerade schon versucht habe anzufangen zu sagen, es ist ja gut, dass du es jetzt für dich thematisierst und dass du jetzt auch noch versuchst, zumindest mit Ratio an die Angelegenheit heranzugehen, in der Hoffnung, Schlimmes zu vermeiden. Du sagst, dass du eine gute Beziehung, eine Liebesbeziehung zu deiner 39-jährigen Freundin hast, dass diese Frau schätzt und dass sie dir wert ist. Ja. Dass du eigentlich mit dieser Frau auch weiterhin leben möchtest. Ganz genau, ja. So, und auf der anderen Seite steht einfach, entschuldige, wenn ich so vulgär ausdrücke, einfach eine Geilheit. Ganz genau. Eine Geilheit auf eine hübsche junge Frau. Ja. Eine sehr, sehr hübsche, sehr junge Frau. So ist es. So, und jetzt ist die Frage, wie stark dein Wille ist und wie stark deine Disziplin ist. Dass du einfach sagst, ich entscheide mich jetzt für meine Freundin, Punkt aus. Es ist ja nicht nur so, dass du eure Beziehung kaputt machst, wenn du dich auf diese sexuelle Abenteuer einlässt. Du bringst die beiden Frauen ja auch auseinander. Ja, ja, sicher. Ne? Wie schlimm das für deine Freundin ist, wenn ihre eigene Tochter, unvorstellbar eigentlich, was für ein Schmerz und was für eine Irritation das auslöst. Also eigentlich bist du am Zug als erwachsener, erfahrener Mann mit 37 Jahren zu sagen, verdammt nochmal, das verkneife ich mir. Und wenn mir das noch so schwer fällt, ich mache es nicht. Oder, wenn es dir so wichtig ist mit der anderen, dass du vorher eine Trennung vollziehst zu deiner Freundin. Ja, das habe ich, also das hatte ich mir auch schon mal so, ich habe da auch zig Gedankenspiele schon. Dann ist es immer noch kompliziert. Dann ist die Lage. Aber dann ist es sauberer. So wäre es ja völlig schäbig, wenn du dich parallel heimlich auf einen sexuellen Kontakt einlässt zu der Tochter deiner Freundin. Mit dem Gedanken hast du sicher auch schon gespielt, ne? Ich mach's mal heimlich. Natürlich, klar. Ja, natürlich. Ja, da, ja. Kamen auch Andeutungen. Meine Freundin ist beruflich häufig unterwegs. Mhm. Also auch über mehrere Tage und die Tochter macht hier in der Stadt eine Berufsausbildung, ist also täglich abends zu Hause. Ja. Und sie sagte dann natürlich auch schon mal, wir können uns ja auch mal so treffen, genau sowas nicht. Meine Mutter nicht da ist, so ungefähr. Ja, ja, ja. Also wenn du eine Entscheidung fällen solltest, was ich dir sehr wünsche, wenn du zumindest es erstmal rational so entscheidest, dann meide jede Situation, wo du mit ihr alleine bist, um einfach nicht in Versuchung zu geraten und um nicht näher noch an sie ranzuwachsen. Mhm. Aber das musst du dir im Klaren sein, was es da für Lösungen gibt. Für Modelle gibt es. Es gibt das Modell, du machst es heimlich, was grottig ist, finde ich ganz schlimm. Ja. Und wenn es irgendwann aufbricht, ist alles kaputt. Und du stehst selbst ziemlich blöd auch da für dich, glaube ich. Weil es schäbig ist deiner Freundin gegenüber. So, das ist das eine Modell. Das andere Modell ist, dass du dich von deiner Freundin trennst
und versuchst eine ganz neue Beziehung zu der ganz Jungen aufzubauen, was aber vielleicht gar nicht so dein Anliegen ist, ne? Ich glaube auch, also ich, ja, das ja. Ist, das darum, ich glaube auch, darum geht es mir in, mhm. im eigentlichen Sinne gar nicht. Ne? Das ist, wie du das anfangs schon sagtest, einfach platt gesagt die sexuelle Anziehung. Das ist genau. Einfach, das für, wahrscheinlich für mich auch einfach der Reiz der jungen, attraktiven mhm. Frauen. Ne? Oder das dritte Modell ist halt eine Priorität setzen, eine Entscheidung treffen, auch gegen den Trieb einfach, gegen den Trieb sich zu entscheiden. Wie ist denn die Sexualität zwischen dir und deiner Freundin? Ganz normal, also jetzt mal ganz normal, würde ich sagen. Ja. Also ohne, also ich vermisse nichts. Ne? Ja, ja. Und ich denke mal, ich hoffe mal, sie auch nicht, aber also wir reden auch, ja. Also wir haben ganz normales Sexleben, also da ist nichts ja. irgendwie, wo ich sagen würde, wenn das da hängt und dass ich mir da quasi was anderes suchen müsste und das Naheliegendste nehmen wollte, um Gott, nee, ganz und gar nicht. Also ich habe dir meine Meinung gesagt und wir haben diese Modelle aufgelistet. Meine Meinung ist, ich fände es gut, wenn du schaffen würdest, eine klare Trennlinie zu ziehen zu dieser Tochter, dich auch so selten wie möglich der Versuchung aussetzt und dich wirklich ganz auf deine Freundin konzentrierst. Das fände ich gut, wenn du es schaffen würdest. Ja, ich denke auch. Also ich denke, das ist einfach das Beste. Alles Gute, Thorsten. Danke fürs Gespräch, Thomas. Tschüss. Tschö. Alexandra. Ja, hallo? Ja, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Alexandra. Ich bin Mutter drei Kinder. Ja. Meine Tochter ist 11, mein anderer Sohn ist 7 und ich habe ein neues Geborenes, der ist 6 Monate alt. Ja. Es geht darum, am Anfang Oktober, beziehungsweise vor den Herbstferien in Bayern, ich komme aus München, hat meine Tochter sich Gott sei Dank zu mir offenbart und hat gesagt, dass mein Mann sie jahrelang sexuell missbraucht. Die 11-Jährige? Ja, die ist nicht seine Tochter, aber er kannte sie, wo sie 6 Monate alt war. Seitdem war ich mit ihm zusammen. Das Mädchen hat sich dir offenbart? Sie hatte Angst, weil er ja den Erziehungszeit für das Kind beantragt hat und er wäre länger zu Hause geblieben. Und was hat er für sie beantragt? Erziehungszeit für das Baby. Ja, er ja. wäre zu Hause für das Baby geblieben. Und hatte sie Angst, dass sie dann viel mit ihm alleine ist? Das ist noch toller geht und durch die Schwangerschaft hat er noch öfter mit ihr das gemacht. Und seit wie vielen Jahren geht das? Sie sagt, sie zieht in die 1. Klasse was. Und ich habe es nicht gemerkt. Die Polizei fragte mich, ob ich den Mann zugetraut hätte. Ich ja. habe gesagt, nein, er war ein netter, liebevoller Mann. Ja. Er hat... Das heißt, du hast ihn angezeigt? Ich habe erstmal, natürlich habe ich meine Tochter sofort geglaubt, aber ich wollte einen bestätigen und von jemand anderem, dass es auch stimmt. Ich hatte sie sofort, nach 30 Minuten habe ich sie zum einem spezielle Krankenhaus, ja. die extra für solche Fälle ja. ist und da wurde es bestätigt. Es wurde bestätigt. Dann habe ich natürlich nicht mich nach Hause getraut, war ich erst bei einer Freundin. Mhm. Und ich war danach, die Ärztin sagte selber, dass ich zur Polizei muss, habe ich auch den Anzeige gemacht. Ja, wobei man so hilflos ist, weil die Polizist gesagt hat, wissen Sie, jede Tochter kann viele Gründe haben und sowas zu erzählen. Ich sagte, ja, sagen Sie mir ein Beispiel. Nur ist, dieses ist vorgestern im Herbst ans Tageslicht gekommen. Hast du gerade gesagt. Wie ist denn die Situation heute? Wo befindet sich der Mann? Gott sei Dank, nach 3 Tagen habe ich ihn so gebracht, dass er ein Geständnis abgibt. Aha. Wird er auch gleich festgenommen. Er sitzt in Haft. Ja. Und ich konnte dann natürlich nicht mehr arbeiten. Ich ja. bin zu Hause. Momentan bin ich sogar Sozialhilfeempfängerin geworden. Ja. Du hast gesagt, es gibt da noch ein anderes Kind, das ist 7 Jahre alt. Genau, ist das auch ein Mädchen? Nein, das ist sein Sohn, der heißt Calinho. Den hat er in Ruhe gelassen? Ja, aber er hat auch so ein bisschen was mitgekriegt. Ich habe auch ihn nicht nachgefragt, er ist auch in psychologischer Betreuung, wie auch meine Tochter. Und, weißt du, Alexandra, so grauenhaft das ist, es ist eine Katastrophe, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber was für ein Glück, dass das Kind gesprochen hat. Ja. Wie gut, dass es gesprochen hat. Es hätte ja alles noch jahrelang so weitergehen können. Ja. Es ist schon eine ganz schwere Katastrophe, dass das
von seinem, das arme Kind von seinem 6. Lebensjahr an quasi bis jetzt zum 11. Lebensjahr, ja, so, das hat er leiden müssen. Ja. Wie geht es dem Kind denn? Also meine Tochter geht es momentan sehr gut, also besser, sie sagt, es ist Gott sei Dank vorbei, wobei manchmal, ich versuche natürlich stark zu sein für meine 3 Kinder, mhm, ich komme ursprünglich aus Südamerika, aus Ecuador, mhm, und davor waren wir ja in Ecuador, also in die Ferien waren wir in Ecuador, ja. Und es ist so, dass sie gesagt hat, sie hat nichts gesagt, weil sie versucht hat, diese Familie zu schützen. Mhm. Diese 4 Leute, die wir damals waren, bevor das Baby gekommen ist. Das sagt das kleine Mädel. So. Und deswegen hat sie nichts gesagt. Mhm. Aber dann hat sie es gemerkt in Ecuador, dass wir eine riesige Familie haben, ja, dass wir nicht nur 4 sind, sondern dass viel mehr Leute da sind, ja, und dass wir nicht allein sind. Mhm. Und aufgrund dessen sagt sie auch, dass sie sich auch deswegen getraut hat. Hat der Mann denn auch ihr Angst gemacht? Hat sie, ja, sie bedroht, wenn du was sagst, dann mache ich das und das? Ja, noch. Und zwar meine Tochter, von der leibliche Vater meiner Tochter, habe ich mich ziemlich früh getrennt. Mhm. Und er hatte mit ihr immer Kontakt, bis sie war 5 Jahre alt ungefähr. Ja. Und danach wollte sie nicht mehr. Sie wollte überhaupt nicht mehr. Sie hatte Albträume gehabt. Sie, mhm, in die Nacht dann zum Beispiel ist sie schweiz gebadet aufgestanden, mhm, und hat sie geschrien. Mhm. Sie war auch in therapeutischer Betreuung. Und sie hat immer gesagt, sie will nicht zu ihm, weil er sie einmal geschlagen hätte. Mhm. Und sie wollte nicht. Alle Anzeichen jetzt natürlich nachhinein waren, weil sie Angst hatte, dass er das Gleiche macht. Das hat er zu ihr immer gesagt. Mhm. Wenn du zu deinem leiblichen Vater gehst, dann wird er das auch machen. Und, ach so. Und hat er auch sie bedroht, wenn du das der Mama sagst, genau, dann passiert das und das. Genau. Hat er auch gemacht. Und er hat das gesagt und das hat sie hatte auch Angst davor, deswegen wollte sie auch nicht zu ihrem leiblichen Vater, ja, gehen. Ja, und auch nicht zu dir. Und also zu mir wollte sie das nicht sagen, weil sie wusste, dass ich den Mann liebe. Sie wusste, dass es war eine ganz normale Familie für meinen Augen. Hast du, ich habe das gerade jetzt gehört, das ist jetzt so, das sind zwei ganz schwere Schmerzen, die dich belasten. Einmal, dass dein Kind hat zu leiden müssen, so lange, ja, Zeit. Und zum anderen machst du dir Vorwürfe und fühlst eine Schuld. Warum habe ich das nicht gesehen? Warum, ja, habe ich nicht eingeschritten? Auch das und das andere ist dieses Bild von diesem Mann, die ich habe. Manchmal, ich habe auch deine Sendung sehr oft gesehen und, mhm, ich habe mir gefragt, ob für mich normal ist, manchmal, wenn ich allein bin am Abend, leide ich immer noch, dass er nicht da ist. Dass, mhm. Wobei du solltest froh sein, dass er nicht, das er nicht. Genau, aber wenn ich dran denke, was er getan hat. Klar, also dann ich kämpfe dann mit mir selber. Ja, ich verstehe. Dass ich versuche, dass er Gott sei Dank nicht mehr da ist. Gab es eigentlich den Prozess schon? Vermutlich? Nein, nee, noch nicht. Aber er sitzt in der Untersuchungshaft. Er ist in Stallheim in München, ja, und der. Weißt du, Alexandra, zu dem Punkt der Schuld. Ja. Ich glaube, man merkt so sehr, wie sehr du dein Kind und deine Kinder liebst und auch dieses Kind liebst. Ich bin sicher, dass du, wenn du auch nur ansatzweise irgendetwas bemerkt hättest du was getan. Ja. Ich glaube dir wirklich, dass du es nicht bemerkt hast. Natürlich macht man sich Vorwürfe. Man hätte vielleicht noch genauer hingucken können. Ich bin fast 5 Jahre gewesen. Ja, aber er hat es wahrscheinlich so perfide gemacht und, ja, hat das Kind so unter Druck gesetzt. Ja. Das hört man ja so oft, dass dann auch ganz nahe Angehörige es einfach nicht wahrnehmen, auch nicht registrieren. Ja. Jetzt ist alles so schlimm, wie es ist. Ja. Aber ich sag nochmal, es ist gut, dass es vorbei ist. Ja, das sagt sie immer, es ist vorbei. Das Wichtige ist, dass jetzt alles versucht wird, wieder gut zu machen oder aufzuarbeiten zumindest, was man aufarbeiten kann, ja, dass das Kind, ja, ordentlich betreut wird. Ja. Dass der Typ eine schlimme Strafe, die schlimmste Strafe, die wir haben, ja, bekommt. Und dass du dir, das finde ich wichtig jetzt, dass du dir diesen Typ auch aus dem Kopf heraus schneidest. Ja. Dass solche Gefühle gar nicht mehr entstehen. Ich vermisse den. Nein, dieser Mann hat dein Kind geschändet über so viele Jahre. Ja. Es ist nicht nur so, dass
dass ich wegen mich als Frau, wegen ihm leide. Nein, weil ich bin erwachsen und das Leben geht weiter. Aber es ist auch so, dass in dem Moment ich schuldig bin, einerseits wegen meiner Tochter das nicht gemerkt habe, andererseits bin ich schuld, dass ich den Vater meiner anderen zwei Kinder weggenommen habe. Der Kleine hatte eine Woche nach der Haftierung von ihm, hatte er Geburtstag. Ja. Und ich müsste ihm erzählen, dass er auf eine ganz lange Reise ist, wo er nicht mehr zurückkommt am Anfang. Aber Moment, wieso bist du schuld, dass du den beiden anderen Kindern den Vater... Man fühlt sich automatisch schuldig. Ja. Natürlich, in meinem Kopf sage ich, er ist schuld, dass seine Kinder ihn nicht sehen können und dass seine Kinder keinen Vater mehr haben. Was ich glaube, dass nach so einer Erschütterung, die ja nur die ganze Familie wirklich auseinandergerissen hat und die solche verschiedenen Schmerzaspekte auch mit sich gebracht hat, nicht nur deine Tochter in eine Therapie gehört, sondern dass auch du Hilfe brauchst von außen. Hast du denn eine Hilfestellung? Ja, ich habe eine Hilfestellung gehabt, aber ich weiß es nicht. Die Leute, vielleicht bin ich an den Schlechten gegangen, aber ich versuche jetzt wieder mit einer anderen Gruppe, wo ich dann hingehen werde. Und das meiste, was ich momentan gerne machen würde, ist, meine Kinder mitzunehmen und meine Familie. Hier bin ich allein, unsere ganze Freundin, was heißt unsere in Anführungszeichen, kein Mensch ruft mich mehr an, weil alle glauben, ich hätte das erfunden. Alle glauben, er war so ein guter Mann, sage ich jetzt mal. Alle glauben, du hättest das erfunden. Selbst wenn in einer Klinik nachgewiesen wird, dass das Kind diesen schlimmen Missbrauch hinter sich hat. Er hat seinem Bruder gesagt, es tut mir leid, verzeih mir. Er hat sich am Knie getan, er hat ins Gesicht seinem Bruder gesagt, dass er das getan hat. Aber Bruder denkt, dass er wahrscheinlich unter irgendeinem Markt stand, dass er sowas einfach gesagt hat. Wir wollen das nicht akzeptieren. Da würde ich aber mich versuchen, aber auch gegen zu schützen. Ja. Denn du weißt ja, was los ist und du weißt, dass du vollkommen recht bist. Ja, natürlich, auch wenn ein Gericht kommt und alle, da kommen alle, die werden auch kommen und dann werden die sehen, ich hatte recht, aber... Du ist mir klar, dass da Unmengen auf dich einprasseln. Ja. Und deswegen sage ich zu dir, dass ich schon finde, dass du einen Profi an deine Seite brauchst, der dir hilft, dich zu schützen, dich auch zu schützen vor diesen Schuldgefühlen, die ja nicht begründet sind, aber die da sind. Ja. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen weitersprichst. Okay. Der dir sicher auch noch ein paar weitere Tipps geben kann und vielleicht auch noch ein paar gute Anlaufstellen in München. Okay. Alles Liebe und Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Nach der Alexandra kommt jetzt der Alexander. Und der ist 36. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Alexander. Ich rufe an auf die vorhergehende Anruferin, die erzählt hat, dass sie ihren Mann schlägt und Angst davor hat, ihr Kind zu schlagen. Ja. Und sie hatte dir vorgeschlagen, ob es nicht besser ist, dass sie gehen soll. Und du sagtest, na ja, da kann man doch noch was machen und so. Ich bin der Ansicht, diese Frau muss ganz dringend ihre Koffer packen, gehen, ihr Problem lösen. Sie kann ja Kontakt halten, aber es ist ihr Problem, sie soll es lösen. Du sagst das aus einer Erfahrung heraus? Jawohl. Aus einer eigenen Erfahrung heraus? Aus einer eigenen. Erzähl mal. Tja, meine Mutter hat genauso ähnlich wie die Anruferin, deswegen bin ich auch sehr aufgewühlt, meinen Vater geschlagen und nicht nur das, also Tobsuchtsanfälle gekriegt. Und als er sich dann endlich getrennt hatte, da waren wir 14, und dann ging sie auf uns los. Und das war genauso unberechenbar, genauso unkontrollierbar, genauso unerklärbar. Und sie hat ihr ganzes soziales Umfeld in das absolute Grauen gestürzt. Wer ist uns? Wie viele Kinder gab es noch? Meine Geschwister noch. Wie viele waren das? Zwei. Und wie alt waren die Jünger oder älter als du? Genauso alt. Genauso alt? Drillinge oder was? Ja. Ah ja. Und wir sind alles Buben und ja, ich fürchte, dass diese Frau genauso wie meine Mutter ein Problem hat mit Männern oder mit... Wie auch immer. Erzähl mal von dir noch weiter. 14 Jahre war das, dass sie auf euch losgegangen ist, auf euch drei Jungs. Ja. Wie lange wart ihr dann noch bei der Mutter? Bis zum 18. Lebensjahr. Hat sie euch sehr misshandelt? Ja. Wie hat sie euch misshandelt? Was hat sie genau gemacht? Schlagen, würgen. Was? Schlagen und was noch? Würgen. Würgen. Ja, bis zur Bewusstlosigkeit.
Schlaflosigkeit und naja, es ist so schlimm. Ich will das jetzt gar nicht groß erläutern, aber ich kann nur sagen, es wäre besser gewesen, sie wäre damals gegangen. Du bist dann, Entschuldigung, wenn ich noch nach der Geschichte frage. Und dann mit 18 seid ihr weg von der Mutter. Wie kam das? Habt ihr es selbst entschieden oder haben sich die Dinge irgendwie so ergeben? Ja, selbst entschieden hatten wir es nicht direkt, aber sie haben sich dann so ergeben. Ja. Aber ich stelle mir gerade so drei Jungs vor, die dann auch bald 15 sind. Und wenn die Mutter auf einen losgeht, eigentlich hättet ihr euch doch wehren können. Ne? Haben wir ja. Wie eine Furie, deswegen dachte ich vorhin bei der Anruferin daran. Mhm. Das sind unberechenbare Kräfte, die mit allen Mitteln dann auch kämpfen. Ja? Im Übrigen ist es so, dass dem ja lange Jahre voran ein Drill vorausgeht, sich eben nicht zu wehren. Verstehe. Da also es ist ja nicht so, dass man plötzlich mit 15... Mhm. völlig selbstbewusst dieser Frau gegenübersteht und sagt, wir sind hier dran, wir können uns hier locker dagegen erwehren und so. Hat denn deine Mutter später irgendetwas Psychotherapeutisches unternommen? Oder ist Nein, aber alle anderen. Das ist das Erstaunliche dabei. Also ihr, die Opfer haben es gemacht? Bitte? Die Opfer haben es, ihr habt es gemacht. Ja. Und die Täterin ist bis heute unbescholten davongekommen. Habt ihr oder hast du noch Kontakt zu deiner Mutter? Nein. Gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Also so schlimm war es, dass alle Verbindungen zerrissen sind. Ja, und das wird auch irreversibel sein. Habt ihr denn irgendwann den Vorwurf gemacht, hier, du hast alles kaputt gemacht? Ja, sagte sie, wünscht kein Gespräch darüber. Und das ist so ähnlich wie bei dieser Anruferin gewesen. Sie muss ganz dringend was machen, aber sie soll was machen und nicht warten, bis die Opfer was unternehmen. Die Täterin muss was machen. Ja. Und wenn sie diese Verantwortung nicht wahrnimmt, Ich war ja gerade ganz froh, dass sie schon sie hat zumindest ein Bewusstsein darüber, was sie tut. Und mir schien auch, dass sie eine große Bereitschaft hat, dass sich was verändert. Das ist ja schon mal gut. Bei deiner Mutter war das ja offensichtlich überhaupt nicht der Fall. Das Problem ist, dass das jetzt so eine stille Sekunde ist in der Nacht, wo sie sich überlegt, also diese Frau, Anruferin, dass es vielleicht nicht gut ist. Aber es wird nicht zu Taten kommen. Die hat sich nicht im Griff. Und ich kann ihr wirklich nur ganz dringend empfehlen, um sich, das Kind und diesen Mann zu schützen, soll sie sich in Therapie begeben. Ja. Soll ihrem Mann die Erziehung überlassen, dem Kind eine Chance lassen, ungestört aufzuwachsen. Sie kann sich ja trotzdem um das Kind kümmern, aber sie soll sich aus der Reichweite entfernen. Ja. Ich hoffe, dass sie es noch gehört hat. Sie ist ja auch noch im Gespräch vorhin gewesen mit meinem Psychologen. Das hat natürlich ein Gewicht, wenn du das auch aus deiner eigenen Erfahrung so sagst. Insofern bin ich froh, dass du angerufen hast. Spätestens jetzt, nach diesem Anruf bei dir, wird sie Schuld auf sich laden in der Form, wenn sie weiter so macht. Darf ich dich noch fragen zu deiner, eurer Geschichte? Hat das euch drei, euch Drillinge, hat das euch noch mehr zusammengeschweißt, diese schwere Erfahrung in der Kindheit? Ja, also abgesehen davon, dass wir vorher schon ein absolutes Team waren, hat uns das natürlich als Notgemeinschaft noch mehr zusammengeschweißt. Ja. Und was übrigens dann auch sehr psychologisch sehr schwierig war für die Täterin, weil sie natürlich gesehen hat, dass alle ihre Bemühungen, diese Dreisamkeit zunichte zu machen, auch überhaupt Solidarität unter anderen, dass das halt nicht hilft. Gleichwohl hat es uns psychisch natürlich sehr beschädigt. Ja. Ist heute noch Hass auf deine Mutter in dir? Ich habe keinen Hass, nein. Sie ist ja einfach egal? Sie gibt's gar nicht mehr. Das heißt, also, wenn sie sterben würde, wäre es dir auch egal? Ja. Und wie gesagt, also für ein paar Blumen wird mein Mitgefühl immer reichen, aber das war es dann auch. Ja. Und damit diesem Kind das nicht passiert, diese Anruferin, kann ich der Mutter nur empfehlen, mach was, nimm deine mütterliche Verantwortung auf und regel das. Es ist ihr Problem, nicht das Problem des Mannes oder dieses Kindes. Ich danke für den Anruf und danke auch für den Hinweis. Sehr herzlich, Alexander. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Julia ist hier. Die Julia, 28. Hallo Domian. Hallo Julia. Na? Ja, also ich rufe an, passt eigentlich so ganz gut in den Abend rein, wie ich finde. Und zwar geht es bei mir auch um Vergewaltigung in der Ehe. Bisher ging es zwar mehr um Schlagen und solche Dinge, aber passt, glaube ich, ganz gut rein. Und zwar hat mein Mann mich im Juni 2002 vergewaltigt, nachdem wir gerade 6 Wochen also verheiratet waren. Und ich habe ihn dann allerdings angezeigt. Nicht sofort, das hat ein bisschen gedauert. Wie ist diese Vergewaltigung passiert? Was ist da genau passiert? Also was passiert ist, wir haben an dem Abend ziemlich Zoff gehabt, weil ich keinen Sex haben wollte. Und einfach, ich hatte die Nächte davor Albträume, mir ging es nicht gut und ich habe nicht geschlafen. Und habe gesagt, ich möchte jetzt einfach nur ins Bett gehen. Und er war also der Meinung, ich müsste für ihn da sein, weil es ihm wegen anderer Dinge nicht gut ging. Und ich habe ihn also zurückgewiesen. Das war so der Grundtenor, wie das anfing.
Und was ich gemacht habe und wodurch das Ganze überhaupt so brutal werden konnte, ist, ich habe eine Schlaftablette an dem Abend genommen, ja, weil ich gesagt habe, ich habe 4 Nächte nicht geschlafen und mir geht's richtig beschissen. Ich habe Angst einzuschlafen und ich nehme jetzt also eine Tablette, damit ich überhaupt schlafen kann. Und habe mich dann also ins Bett gelegt, nachdem wir so eine Riesenauseinandersetzung hatten und er mich angebrüllt hat, das wäre meine verdammte Pflicht und so. Und ich gesagt habe, wer könnte mich mehr, könnte auf dem Sofa schlafen. Da hatte ich jetzt also, weiß Gott, keinen Nerv für und bin ins Bett gegangen. Mit der Schlaftablette? Mit der Schlaftablette. Und habe dann also auch sofort im Prinzip geschlafen. Er wusste auch, dass ich die genommen habe. Ja. Und er kam dann also irgendwann ins Bett. Wann, weiß ich persönlich gar nicht, weil ich, wie gesagt, also sowas von weggetreten war, dass ich das also auch gar nicht gleich gemerkt habe. Und ich bin aufgewacht vor Schmerzen. Also ich habe massive Unterleibsschmerzen gehabt, weil ich überhaupt nicht wusste. Das heißt, du bist aufgewacht, während er das schon gemacht hat. Während er zugange war. Ja, und das Schlimme daran ist eben gewesen, wäre das jetzt, ich sage mal, normaler Sex gewesen, wie er zwischen uns üblich war, dann hätte ich mir vielleicht hinterher das noch schönreden können, so nach dem Motto, er hat gedacht, ich werde wach oder er wollte sich versöhnen oder sowas, aber er hat Analverkehr gemacht. Was ihr gar nicht vorher gemacht habt. Nein, was auch für mich ein absolutes Tabuthema gewesen ist, für mich persönlich. Also wie gesagt, wer machen will, soll machen, aber für mich selber war das also absolut unmöglich. Ja. Auch vorher diskutiert sehr, sehr lange immer wieder, dass das überhaupt nicht geht. Und ich also, ja, für mich auch das keinen Sinn gemacht hat, überhaupt Nein zu sagen noch oder mich zu wehren, weil ich der Meinung war, er weiß, dass das gar nicht geht. Er wusste, ich habe ihn auf die Couch geschickt. Jetzt stelle ich mir gerade vor, du wachst so völlig verdämmert aus deinem Schlaftablettenschlaf auf, registrierst da, dass da irgendwas Schlimmes passiert, fühlst Schmerzen im Unterleib und realisierst dann doch nach einigen Sekunden oder Minuten, dass dein Mann mit dir in einem sexuellen Akt verstrickt ist. Was passierte dann? Was hast du gemacht? Gemacht habe ich in dem Sinne gar nichts. Also gedacht habe ich ganz furchtbar viel und gefühlt natürlich. Also erstmal habe ich gedacht, ich wäre wieder am Träumen, weil ich hatte Missbrauchsträume. Ich bin als Kind fast vergewaltigt worden. Das ist immer mal noch Thema gewesen in Träumen. Und ich habe erst gar nicht realisiert, dass das real ist. Ich habe erst gedacht, ich bin wieder im Traum. Und als es mir dann also so langsam dämmerte, es gehen 1000 Sachen durch den Kopf. Das geht von, was mache ich jetzt, über, das ist doch mein Mann. Das kann gar nicht mein Mann sein. Ich liege doch in meinem eigenen Bett. Dann Schmerzen natürlich, wenn das nicht freiwillig ist, kann man sich ja vielleicht ganz grob vorstellen. Ja, natürlich. Auf der anderen Seite Todesangst. Ja. Also wirklich Todesangst, weil wenn jemand über so eine Grenze einfach so hinweggeht, dann hat man natürlich auch furchtbare Angst. Letztendlich, hast du irgendwas gesagt oder hast nichts, du dich gar überhaupt nicht? Ich habe nicht mal also deutlich gemacht, dass ich überhaupt wach werde. Weil der andere Punkt ist natürlich, wenn man von einem Fremden vergewaltigt wird, dann muss man sich, dann geht es darum, sich in dem Moment zu schützen. Wenn man von seinem eigenen Mann vergewaltigt wird und darauf auch, weil sich das nicht andeutet vor oder so, auch in keiner Form gefasst ist, hat man auch keinen Plan dafür, was man eigentlich hinterher dann machen möchte. Das heißt, die ganze Sache ist passiert, und er dachte, dass du immer noch schläfst die ganze Zeit, dass du bewusstlos quasi bist. Ja, was auch immer er gedacht hat, ne, das weiß ich nun nicht. Und er hat dann irgendwann von dir abgelassen? Ja, bist du wieder eingeschlafen? Ich bin zwischendrin ein paar Mal weggetreten, weil ich schätze mal weniger wegen der Schlaftablette, sondern wie mein Therapeut mir inzwischen erklärt, einfach als Schutzmechanismus des Körpers, weil er nicht mehr kann. Das Gehirn hat einfach abgeschaltet aus Schutzgründen. Aus Schutz und aber auch aus Schmerzen wahrscheinlich, ne? Ich habe mich ziemlich schwer dabei verletzt. Am nächsten Morgen, was hast du zu ihm gesagt? Wie war das? Ich habe erstmal gar nichts gesagt. Also er ist auch nicht bei mir geblieben, sondern er ist auf die Couch tatsächlich gegangen. Hast du das denn am nächsten Morgen als real erinnert oder hast du da immer noch gedacht, habe ich das geträumt? Na, da sorgt der Körper dann schon für, dass er sich erinnert. Ne? Also die Schmerzen sind also so gewesen, dass ich also hätte schreien wollen. Stattdessen habe ich mich totgestellt. Also stattdessen habe ich wenn ich gekonnt hätte, wenn ich genug Tabletten gehabt hätte, hätte ich einfach gesagt, ich nehme die und das war's. Habe ich aber, also ich hätte zwar genug Tabletten gehabt, aber nicht in diesem Zimmer, nicht in diesem Schlafzimmer und hätte also an ihm vorbei gemusst und das wollte ich nicht. Jetzt hörst du gerade, dass unsere Musik anfängt. Ja. Ich würde jetzt aber gerne von dir noch wissen, du hast ihn angezeigt, das hast du gesagt. Ja. Zu was ist er verurteilt worden? 2 Jahre auf Bewährung, weil das schlicht und ergreifend nach § 177, also nicht Vergewaltigung war, sondern Missbrauch einer wehrunfähigen Person und das wird in diesem Lande leider
kürzer bestraft als Missbrauch, also als Vergewaltigung. Hat er es abgestritten oder hat er es zugegeben? Nee, er hat es zugegeben, sonst wäre er in den Knast gewandert. Mhm. Das hat ihm den Arsch gerettet. Dass er es zugegeben hat? Ja. Und hat er Reue gezeigt? Nee. Das nicht? Vor Gericht ja, aber ich meine, ich selber weiß, dass es so nicht ist. Hast du irgendwann nochmal Kontakt mit ihm gehabt? Nee. Gar nicht mehr. Nee, unsere Scheidung läuft gerade und nächsten Monat bin ich eine freie Frau und dann wird es diesen Menschen auch nicht mehr geben. Ja. Deine Gefühle diesem Mann gegenüber? Abgrundtiefer Hass. Du hast es gerade angedeutet, du warst in einer Therapie oder bist es immer noch? Ja, immer noch. Das heißt, du bist in guten Händen? Ja. 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 Aber schwer ist es natürlich trotzdem, aber ja. Das glaube ich. Das glaube ich auch, dass das trotz guter Therapie bleibt das ein Leben lang in einem haften. Ja. Es ist aber die Hoffnung, dass die Therapie einen das so weit aufarbeitet, dass man wieder ein normales Leben führen kann. Ich glaube, das Allerschwerste ist, wenn man jemanden geheiratet hat, sollte das der sicherste Ort überhaupt sein. Und wenn dieses Vertrauen einmal gebrochen ist, hat man am Anfang Angst. Julia, ich muss unterbrechen, die Sendung ist recht zu Ende. Alles Gute. Tschüss.